Kanadier, das mich der Junge angesprochen hat, den ich die Programmgestaltung machen möchte, im Film, ob der dann bisher existiert hat und weil ich eben das früher in der südlichen Provinz schon mal gemacht habe und auch mit Freude gemacht habe. Mich also dazu entschlossen, das hier zu übernehmen, und das ist also dann ständig expandiert, sodass wir anfangs bloß so ein paar Wochen mal eine Veranstaltung gemacht haben und dann also dreimal wöchentlich und jetzt sogar täglich und jetzt machen wir sogar zweimal täglich, das ist jetzt also die bis dato höchste Steigerung. Vielleicht gehen wir demnächst, vielleicht schon im Mai oder so, noch auf drei Vorstellungen jeden Tag, aber wir müssen mal sehen, das hängt davon ab, wie jetzt das Experiment läuft. Damals schon klar, dass wir hier nach Öl kommen? Nee, das ist ja nur noch wieder eine ganz kurzfristige Geschichte gewesen. Wir haben uns ja ein halbes Jahr mit einem Feld gearbeitet. Das hat natürlich relativ viele Probleme mit sich gebracht. Das war ein technischer, organisatorischer Hinsicht. Und ist dann eben irgendwer, ich glaube, das war sogar ich selbst, die Idee hatte, hier hochzuziehen. Das allerdings dann zur Folge hatte, dass wir die Galerie irgendwie verpachten mussten. Und das ist ja also jetzt geschehen, indem die Galerie in das Hintergebäude kommt. Hoffentlich ebenso unproblematisch wie die hier oben Platz gefunden haben. Kann mir das Geld hin? Das Geld, ja, über Geld soll man nicht so reden. Aber es hat sich Ende vorigen Jahres plötzlich ergeben, dass Geld ausgeschüttet wurde vom sich auflösenden Ostberliner Verwaltungsapparat, so dass wir uns also das Geld mit dem Theater geteilt haben und ich so 40% hier, so 40% von diesem Geldtopf kontingent hier für die Neuerung des Kinos benutzen. Und das Übel bei der Sache war, dass wir uns innerhalb von ein paar Tagen entscheiden mussten, wofür wir das Geld ausgeben. So, das ist dann halt irgendwie, was ich mit der Anlage geworden ist. Ja, also mein Ehrgeiz hier bei der Programmgestaltung ist eigentlich der, ein möglichst abwechslungsreiches, turbulentes in jeder Hinsicht Programm zusammenzustellen. Also das weder einen einseitig künstlerisch ambitionierten Anspruch hat, noch jetzt nur hier das reine Action-Kino präsentieren will. Also kunterbunten Querschnitt durch die derzeitig Kultur, Filmkultur, weil also dieser Schwerpunkt und auch vielleicht subversiven Angelegenheiten wie also mit zweifelhaften Charmen, also kann man mal so vom hochstilisierten Tarkowski bis zum Splatterfilm, so zeige ich hier alles. Das kommt natürlich darauf an, wie man das Programm gestaltet. Es gibt hier auch todsichere Flops, gute Filme, die trotzdem nicht laufen. Und Serien und Schnöde, jetzt nun ausschließlich immer auf das totale Publikumsinteresse zu spekulieren. Deshalb haben wir also auch durchaus ein paar geplante Flops drin, die aber nichtsdestotrotz wichtig sind, hier gezeigt zu werden, dass sie wirklich Filme sind. Wobei natürlich, also es gibt auch sichere Banken, also wenn wir einen Musikfilm spielen, dann wissen wir halt, dass es voll wird. Das ist so ein Film, was so nach oder bedürft, was hier im Osten beim Publikum sehr stark ist. Also das machen wir natürlich, und dann ist es natürlich voll. Das freut einfach, dass es voll ist. Aber wie gesagt, der Zugang ist natürlich leichter als in Galerie. So geschehen in seiner neuesten Ausgabe von Der Sturm Prospero Books. Seine Wiedergeburt ist Sir John Gielgud, seine Exekutive, ein Mann, der doch eigentlich nur Maler sein wollte. Andreas Klatt hat sich seine Bilder in der Brotfabrik angesehen. Der Greenaway? Schon mal gehört. Filmemacher. Das ist diese Geschichte mit dem Koch, dem Dieb, seiner Frau und dem Liebhaber. Oder Verschwörung der Frauen oder Z mit zwei Nullen oder der Kontakt des Zeichners. Wir zeigen Ihnen jetzt mal, wie das aussieht, wenn Peter Greenaway redet. So, jetzt ist Peter Greenaway aber auch noch Maler. Und wie seine Bilder aussehen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Bitte einmal Musik ab. Ja, danke schön. Und los geht's.
Falls, das sind also Blätter, die zu dem berühmten ersten Langfilm entstanden sind, der 1982 fertig geworden ist. Ein Kompendium merkwürdiger Situationen und Vorkommnisse, die alle irgendwie im Zusammenhang stehen. Und als zusätzliche Ebene hat Greenaway damals diese Collagen geschaffen, die alle irgendwie mit der Fliegerei, mit Vögeln, der Ornithologie und anderen aeronautischen Dingen zu tun haben. Was ist das Außergewöhnliche an den Bildern von Peter Greenaway? Der Reiz an den Bildern besteht darin, dass sich stets eine enge Beziehung zu den Filmen des Meisters herstellt. Und es ist zwar ästhetisch ganz anders, aber dennoch kann man sich eben davor stellen und anfangen zu suchen und man findet immer irgendwelche Berührungspunkte zu den Filmen. Was ist sein künstlerischer Schwerpunkt? Sieht er sich mehr als Maler oder mehr als Filmemacher? Greenaway ist ja sehr stolz darauf, dass er nicht über die kineastische Laufbahn zum Filmemachen gekommen ist, sondern über das Malen. Und in dem Sinne versteht er sich auch heute noch als Maler. Was sind die Themen, mit denen sich, Greenaway beschäftigt? Tja, das ist, man kann sagen, dass die Themen, das sind Sex, Gewalt, der Tod, das Essen, also sämtliches elementare Dinge, mit denen wir nun alle zu tun haben, ob wir wollen oder nicht. Ja. Und er bringt die eben besonders konsequent auf den Punkt in seinen Filmen. Es ist Zeit, dir mehr zu offenbaren. Leih die Hand in den Zaubermantel von mir. So. Da liegt nun meine Kunst. Bei diesem Bild ein besonderes Rätsel. Wir haben gestern beim Auspacken festgestellt, dass hier also durch ein aufgeklebtes Klebeband eine zusätzliche Struktur geschaffen wurde. Wir werden also heute Abend Peter Greenaway fragen, was es damit auf sich hat. Denn wir waren schon nah dran, das abzuziehen, weil wir dachten, das ist irgendwie ein Transportschutz. Aber dann beim zweiten Hinklicken haben wir uns dann überlegt, es kann kein Zufall sein, dass es so ist. Also wir werden das bis heute Abend, das Rätsel noch bestehen lassen. Water Papers übrigens gleichzeitig der Titel eines Bildbandes, der vor Jahren in Frankreich erschienen ist. Eine sehr kostspielige Angelegenheit, aber gleichzeitig sehr schön. Das sind also Arbeiten, die transparent gearbeitet sind und eben deshalb im Raum aufgehangen werden und von beiden Seiten zu betrachten sind. Also die Galerie bemüht sich sehr, avantgardistische Sachen auszustellen im Wechsel mit traditionellen Auffassungen von Fotografie, sodass sich also Peter Greenaway durch die Arbeit mit dem Medium Film, mit dem Medium Bild und auch malerischen Arbeiten für diese Räume sehr anbietet. Großmann! 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 Ja, die Ausstellung mit Bildern, Aquarellen, Zeichnungen von Peter Greenaway ist ab morgen, das heißt ab 24. Oktober, bis 19. November, mittwochs bis sonntags, 15 bis 22 Uhr, in der Fotogalerie in der Brotfabrik in Weißensee, das ist Ost-Berlin, Heinersdorfer Straße 58, zu sehen. Wenn Sie sich den neuen Film von Peter Greenaway, Prospero's Books, angucken wollen, müssen Sie ab 7. November ins Kino gehen, denn dann läuft er hier in Berlin an. So, ich gebe zurück ins Studio, Musik aus, Dankeschön und tschüss.
Ich sage Ihnen nochmal, wann die Bilder von Peter Greenaway zu sehen sind. Noch bis zum 19. November, wie gesagt, in der Brotfabrik. Die Ausstellung hat geöffnet von Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 15 bis 22 Uhr. Als eine der aufregendsten Persönlichkeiten im europäischen Kino mit Leinwänden hat Greenaway schon eine ganze Weile zu tun. Zunächst mit Stift und Pinsel, denn ursprünglich ist der gebürtige Waliser bildender Künstler. Ausstellungen seiner Kunstwerke sind selten. Es ist also ein besonderer Glücksfall, dass sich Greenaway in Berlin als Filmemacher und als Maler vorstellt. Peter Greenaway gestern Abend in Weißensee. Der Maler und Regisseur war Gast im Kunstzentrum Brotfabrik. Anlass seine Ausstellung Paperworks, die ab heute geöffnet ist. Collagen und Aquarelle, sie dokumentieren Greenaways Vorliebe für das Spiel mit Pinsel und Papier. Seine Botschaft, eine Hommage an die Natur. Die meisten ausgestellten Fantasieprodukte dienten als Grundlage seiner Kurz- und Spielfilme. Vor kurzem waren sie noch in New York zu sehen. Warum jetzt in Ost-Berlin? Jeden in der Welt fasziniert die neue Situation nach dem Fall der Mauer. Jeder möchte viel darüber erfahren. Deshalb habe ich mich sehr über das Angebot aus Ost-Berlin gefreut. Die Reaktionen der Menschen interessieren mich, zumindest in künstlerischer Hinsicht. Als Maler und Filmemacher sehe ich mich nämlich nicht unbedingt als Politiker an. Der Name Brotfabrik Weißensee stammt von einem alten Bäckereibetrieb, den es hier einmal gegeben hat. Von ihm blieb während der SED-Ära nichts übrig. 1986 gründete sich hier ein kleiner Club. Vor 2 Jahren wurde er ausgebaut mit Café, Workshops, Kino, Galerie und Theater. Zum Teil wird die Brotfabrik von der Stadt, zum Teil eigenfinanziert. Jetzt weht ein neuer Kulturwind. Das ist alles möglich jetzt. Auch Peter Greenaway mal einzuladen. Auch Peter Greenaway. Das wäre schon allein daran gescheitert, dass seine Filme hier nicht gelaufen sind. Aber auch an vielem anderen. Also die Tatsache, dass man nach London anrufen kann und jemanden einladen kann, ist einfach fantastisch. Peter Greenaway ist aber auch aus London gekommen, um seinen Film zu präsentieren. Prosperus Bücher, frei nach Shakespeares Stück Der Sturm. Kurzmann! 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 Dieser Film, so Greenaway, soll eine neue Kinoepoche einleiten. Ab 7. November ist er in den Berliner Filmtheatern zu sehen. So. Da liegt nun meine Kunst.